Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Orga TV. Wie ihr seht, ist die Fabienne heute nicht da, dafür aber der Philipp. Der wird sie heute vertreten. Die Fabienne ist nämlich in Homburg in der Uniklinik auf einem Herzkongress und filmt da mit zwei anderen Kollegen den Herzkongress, wie gesagt. Und da werdet ihr in den nächsten Wochen ein paar spannende Beiträge zu bekommen. Zu der heutigen Sendung. Heute werden wir kochen. Wir werden euch ein schnelles Studentengericht zeigen, wie das geht, was ihr dazu braucht. Und außerdem werdet ihr noch ganz viele andere Beiträge zu sehen bekommen. Die sind wirklich spannend. Teilweise geht es um Restaurants, um einen Fashion-Blog, um ein Gewinnspiel. Aber wie immer starten wir zuerst mit unserer News von der Anita und der Natascha. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Unifilm. Am Dienstag läuft im Audimax um 19 Uhr der Fantasyfilm Der Hobbit in Originalversion. Karten erhaltet ihr wieder für 2,50 Euro. Deutsch-französischer Sprachaustausch. Das Frankreich-Zentrum der Universität sowie der Theaterworkshop Interlog veranstalten am Freitag um 19 Uhr ein Speak-Dating im Café Exodus in Saarbrücken. In Anlehnung an das bekannte Speed-Dating tauschen sich Teilnehmer in Deutsch und Französisch über aktuelle Themen aus. Weitere Infos findet ihr auch auf der Homepage. Dillinger Firmenlauf. Auch dieses Jahr findet das größte Laufevent im Saarland am 27. Juni in Dillingen statt. Die Strecke ist 5 Kilometer lang und anmelden könnt ihr euch im Viererteam. Anmeldeschluss ist der 27. Mai. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Kneipentour. Auch dieses Semester veranstaltet die Fachschaft eine Kneipentour. Wenn ihr Lust habt, das Saarbrücker Nachtleben zu erkunden, dann meldet euch verbindlich bis zum 17. Mai per E-Mail an. Die Kosten betragen 15 bis 20 Euro. Weitere Details findet ihr unter www.fachschaft-vivi.de. Sportlerfete. Am Donnerstag, den 23. Mai, findet im Seven Club die Sportlerfete statt. Sportstudenten erhalten freien und bevorzugten Einlass. Los geht's ab 23 Uhr. Das war's von den News und nun zurück ins Studio. Ja, Annika, warst du schon mal im Seven Club der Sportlerfete? Nee, war ich leider noch nicht, aber vielleicht gehe ich ja jetzt mal hin die Woche. Ist bestimmt auch ganz cool, neben den ganzen anderen Events. Zu dem Firmenlauf nochmal, hast du mal an einem teilgenommen? Ja, sogar schon zweimal. Ja. Ist eigentlich noch ganz, ganz lustig gewesen, ja. Mhm. Und von welcher Firma aus? Das war damals, war ich noch in der Ausbildung bei V&B und hab halt, ja, die haben sich angemeldet und haben halt Teilnehmer gesucht und waren auch immer sehr begeistert, Azubis zu fragen und ja, ich habe einfach mal mitgemacht. Und war das anstrengend oder kann das eigentlich so jeder mitmachen, der ein bisschen Kondition hat? Also es sind 5 Kilometer Laufstrecke an einem Stück, also wenn man gar keine Kondition hat, sollte man sich vielleicht überlegen, es doch sein zu lassen. Okay. Vor allem bei dem ersten Firmenlauf, an dem ich teilgenommen hatte, waren es glaube ich draußen 35 Grad. Oh je. Und da haben sie sich aber was Tolles einfallen lassen und haben bei jedem Kilometer eine Dusche aufgestellt, wo man dann ein bisschen durchlaufen konnte und sich ein bisschen erfrischen konnte und von daher war es auszuhalten. Ja. Und nimmst du an der Kneipentour teil, wo wir jetzt auch in den News gesehen haben, dass die jetzt demnächst ist? Oder ist das nicht so dein Ding? Nein, ich habe schon viel davon gehört. Es muss ganz lustig sein, aber ich hatte bisher noch nie wirklich Zeit gehabt, daran teilzunehmen. Bist du nicht so der Partymensch oder schon? Doch schon, aber nicht so der Kneipentyp. Okay, also eher die Diskos, dann genau, werden wir später auch noch was dazu zu sehen bekommen. Genau. Okay. Gut, jetzt haben wir etwas Neues für euch. Die Natascha und die Anita waren für euch unterwegs und haben zur Generation Z ein kleines Gewinnspiel in einem Kindergarten gemacht. Das heißt, Kinder erklären uns die Welt. Da haben sie die Kinder im Kindergarten befragt und sie sollten euch einen Begriff erklären. Diesen Beitrag könnt ihr euch schon anschauen und wenn ihr den Begriff wisst, könnt ihr die Lösung auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/orgatv einfach posten oder eine Nachricht schicken und der Gewinner wird von uns ausgelost
Und wir verlosen dafür zweimal einen 5-Euro-Gutschein bei Bock und Seib, den ihr entweder in der Filiale in Saarbrücken in der Stadt oder hier am Campus einlösen könnt. Viel Spaß dabei! Schleife, auch schwarz, und er bringt den Eltern oder so und schuhe diese Sachen. Super. Ja, der hat ein Bart da. Aha. Immer. Und der bringt Essen. Aha. Limonade oder schwarzen Anzug. Und nimmt so den Teller. In einen Teller. Nein, so. Und hat die eine Serviette. Ja, auf dem Arm. Handschuh? Ja. Aber weiß. Und ich liebe Brot. Du liebst Brot? Rot-weiß-rot. Rot-weiß-rot. Betze. FCK. Ja, das war jetzt ein sehr interessanter Beitrag. Hast du schon eine Ahnung, was denn die Lösung sein könnte? Ja, also ich habe schon so eine leichte Ahnung. Aber nicht zu viel verraten. Nee, ich darf ja auch nichts verraten. Und wie gesagt, ihr könnt das auch alles wieder auf der Facebook-Seite nachlesen. Das wird da alles nochmal online gestellt. Und schreibt eure Lösung einfach. Und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr den 5-Euro-Gutschein bei Book & Seib. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, es geht in unserem nächsten Beitrag um Studentenessen. Da haben sich Simon und Martin mal auf dem Weg in die Stadt gemacht und stellen euch verschiedene Restaurants vor, wo ihr Döner essen könnt, Pizza in der Stadt, wo es auch recht billig ist und unter anderem auch Cocktails. Und ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Beitrag. Wir sind heute in der Stadt von Saarbrücken unterwegs, um euch mal ein paar Möglichkeiten zu zeigen, was Leckeres zu essen, wenn ihr mal keine Lust auf Mensa habt oder wenn euch der Nudelsalat von Annika und Fabian einfach nicht schmeckt. So, wir sind jetzt in der Bahnhofstraße vorm Joffreys. Das ist direkt in der Nähe von der Europagalerie, also quasi schräg gegenüber. Hier bekommt ihr eigentlich alles zu essen, was das Herz begehrt. Döner, Pommes, Chicken Wings. Und die Besonderheit hierbei ist beim Joffreys, dass ihr um 7 Uhr morgens sogar noch was Warmes zu essen bekommt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Stadt feiern seid und danach noch was Leckeres zu essen wollt, ist hier die richtige Station dafür. Hier bei Pizza Hut in der Bahnhofstraße, direkt neben der Galeria Kaufhof, bekommt ihr unter der Woche von 11 bis 22 Uhr eigentlich immer frische und leckere Pizza. Am Wochenende haben die Leute hier sogar bis 24 Uhr geöffnet. Das Coole hier beim Pizza Hut ist, dass ihr montags und dienstags ab 18 Uhr die Möglichkeit habt, an einem All-You-Can-Eat-Buffet teilzunehmen. Das kostet euch 6,99 € pro Person. Und das lohnt sich wirklich. Ich selbst habe es schon mal gemacht und würde es jederzeit wieder tun. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zur Brasserie Alex. Wir sind jetzt hier vor der Brasserie Alex. Die Brasserie Alex befindet sich in der Bahnhofstraße und zwar direkt gegenüber vom Esprit Shop. Hier könnt ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi einkehren, ob ihr morgens zum Frühstücksbuffet kommen wollt ab 8.30 Uhr oder mittags zum Burger, Schnitzel oder Flammkuchen essen oder vielleicht auch einfach nur abends, um mit Freunden einen Cocktail zu trinken. Die Brasserie Alex hat unter der Woche von 8.30 Uhr bis 1 Uhr nachts geöffnet. Am Wochenende allerdings macht man hier auch gerne mal ein bisschen länger und trinkt seine Cocktails manchmal sogar bis 3 oder 4 Uhr nachts. Wir stehen jetzt vorm Pizza Pasta in der Kaltenbachstraße. Die Kaltenbachstraße ist eine Querstraße zum St. Johanna Markt, also ihr findet den Laden bestimmt sicher leicht. Die Speisekarte vom Pizza Pasta ist sehr begrenzt. Hier gibt es eigentlich nur Pizza, Tortellini und Rigatoni. Was allerdings kein Abstrich an der Qualität ist, hier bekommt ihr nämlich für einen relativ kleinen Preis, also für einen echt fairen Preis, was richtig Leckeres zu essen. Die Öffnungszeiten vom Pizza Pasta sind von 11 Uhr vormittags bis 12 Uhr nachts, aber am Wochenende macht man hier auch gerne mal länger. Hier in der Boulangerie bekommt ihr für ab 3,30 Euro
Baguettes zu kaufen. Die gehen dann hoch bis ca. 4,10 Euro. Die Boulangerie hat auch von um 11 Uhr vormittags bis 23 Uhr abends geöffnet. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Tipps geben und ein paar gescheite Vorschläge machen, sodass ihr, wenn ihr das nächste Mal in der Stadt seid und Hunger habt, auch was Anständiges zu essen findet. Sag mal, Philipp, wo gehst du denn eigentlich immer so essen in Saarbrücken? Also wenn ich in der Stadt bin, meistens Döner. Ja. Ja, auch wenn ich aus der Disco komme, gehe ich eigentlich nie nach Hause, ohne einmal bei dem Joffreys vorbeizugehen. Ja, da bekommt man immer Hunger vom Alkohol, ne? Und ja, genau. Und ja, ansonsten beim Pizza Pasta war ich auch ab und zu. Ja. Ja. Und du? Ja, also ich gehe sehr gerne zum Jerome. Das ist eine Baguetterie in Saarbrücken. Die wurde aber jetzt nicht gezeigt, oder? Nee, die ist aber in der Mainzer Straße. Da kommt aber noch ein Beitrag drüber. Okay. Auch von Martin und vom Simon. In den nächsten zwei Wochen werdet ihr das bestimmt auch noch zu sehen bekommen. Ja, also kann ich nur weiterempfehlen. Es sind die besten Baguettes in Saarbrücken. So, und jetzt kommen wir zum Kochen, ne? Ja, wenn wir schon beim Essen sind. Genau. Werden wir jetzt eine kleine Speise für euch zubereiten. Es geht um Nudelsalat. Dazu braucht man gekochte Nudeln. Die haben wir schon hier für euch vorbereitet. Genau. So, dann baue ich das mal auf. Also einfach, welche Nudeln ist eigentlich egal. Am besten irgendwelche, die für einen Salat tauglich sind. So. Die hier kleben jetzt ein bisschen. Salz und Pfeffer braucht man. Erbsen, so eine kleine Dose. Was haben wir noch? Cherrytomaten. Und Fleischsalat. Ja, zwei kleine oder eine große Packung, das reicht voll und ganz. So, dann fangen wir mal an. Machen wir vielleicht erstmal ein paar Tomaten rein, Philipp. Das Gute an diesem Salat ist, wir haben hier so diese kleinen Cocktailtomaten. Die sind handgerecht, mundgerecht. Die braucht man nicht mehr großartig zu schneiden. Deswegen geht das Ganze relativ flott. Die reiße ich jetzt hier einfach mal auf und gebe die einfach so komplett im Ganzen da rein. Schön vermischen. Vermischen kannst du dann gleich. Vermischen kann ich, okay. Ja. Ich mache schon mal den Fleischsalat auf. Also das Gute an dem Essen ist eben wirklich, ihr müsst eigentlich gar nicht schneiden, schnibbeln. Also die lästigen Arbeiten fallen hier vollkommen weg. Ihr könnt das alles so kaufen und müsst dann einfach, ich krieg das nicht auf, mach das mal. Einfach zusammenmischen und das schmeckt wirklich super. Es werden auch gleich noch ein paar probieren. Für euch, wie das dann im Endeffekt wirklich schmeckt. Damit ihr auch wisst, dass wir euch nicht anlügen. Ja. So, einfach mal hier reingeben. So. Mach du den auch da rein, ich verrühre das. Und dann noch die Erbsen. Was ist? Ja. Sehr das schön. Das habe ich mich dreckig gemacht. So. Das riecht schon mal sehr lecker. Ja, riecht wirklich sehr gut. Auch für dich als Vegetarier riecht es gut. Für mich als Vegetarier riecht es auch gut, aber essen werde ich trotzdem nichts davon. So. So, jetzt noch ein paar Erbsen vielleicht, damit der Brühe ein bisschen abschütten. Ja, die Brühe von den Erbsen kann man ein bisschen abschütten, dann einfach ein paar dazugeben. Das reicht, oder? Ja, immer wie ihr wollt. Portionieren könnt ihr das je nach Geschmack. Ihr könnt auch eine Dose Erbsen. Ihr könnt auch frische Erbsen holen natürlich. Wir haben das jetzt der Einfachheit halber in der Dose genommen, weil es ist ja auch ein schnelles Essen. Es soll ein schnelles Essen sein. Und wenn man die Erbsen aus der Dose holt, die sind wie gesagt schon vorgekocht. Da brauchen wir nicht mehr großartig irgendwas zu machen. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein wenig mit Pfeffer und Salz abschmecken. Ja, dann mach du das am besten mal. Du kannst ja auch abschmecken. Ich kann ja nicht probieren, ich mache hier mal ein bisschen sauber. Wie man sieht, die Zutaten sind auch alle von Studenten, die machen sich auch nicht großartig Mühe, da noch einen Salzstreuer zu kaufen. Deswegen ist das Portionieren jetzt ein bisschen schwierig, kann sein, dass ich es jetzt versalze. Aber das wird uns unser Team gleich sagen, die hier probieren Hast werden. Hast du schon Pfeffer dran oder Nein, soll ich noch? Nein, nicht. Dann mach ich mal ein bisschen, so, sag mal Stopp. Oh, mach ruhig mal ein bisschen rein. Da kommt nicht so viel raus aus der Mühle. So, das wird reichen. Aber ein bisschen Pfeffer würde ich noch ranmachen. Wenn man es jetzt so verrührt, sind da doch sehr, sehr viele Nudeln. Ja. So, sieht doch schon sehr gut aus. Das wäre dann schon unser kleiner Salat. Würde ich mal sagen, Philipp, du probierst mal das Erste. Ich probiere. Dann sehen wir direkt, ob ich noch was gebaut habe. Von unserem Team zum Probieren. Mit Tomate, wenn ich denn eine fange. Okay.
Schmeckt sehr lecker. Ja, ist gut. Dann vielleicht holen wir noch ein Mädchen von unserem Team. Vielleicht, wie wäre es mit der Annika? Komm doch auch mal her. Das ist die Annika. Das ist die Annika, die ist normal für unsere Facebook-Seite zuständig. Dann seht ihr die auch mal. So, dann probier doch mal, ob dir das auch schmeckt. Ja, hast ja gesehen, wir haben das jetzt gut zubereitet. Alles frisch aus der Dose. Kann man essen? Ja. Also würdest du jetzt jedem weiterempfehlen? Und ihr habt ja gesehen, es geht wirklich sehr schnell und ist mit sehr wenig Arbeit verbunden. Die Nudeln müsst ihr natürlich vorher kochen, aber das wird nicht das Problem sein. Einfach ein bisschen Öl ins Wasser geben. Und das war's. Gut, dann sollte man ja kochen können. So, und das kann unser Team gleich noch aufessen. Würde ich auch sagen. Dann ich hoffe, dass von der Schüssel nicht mehr so viel übrig bleibt heute. Nee. Und die Gabeln kannst du auch mitnehmen. Annika? So, danke. Gut. So. Räumen wir mal noch kurz auf hier. So, dann geht es auch gleich schon weiter. Ja, als unseren nächsten Beitrag haben wir uns gedacht, wir machen noch ein wenig was für unsere Kommilitonen. Da der Klausurenanmeldezeitraum hat diese Woche Montag begonnen. Und da wir ja ein neues Anwendungsportal haben seit diesem Semester, kennen sich wahrscheinlich die meisten noch nicht damit aus, wie man sich in diesem neuen Anwendungsportal für die Klausuren anmeldet. Und da haben sich jetzt zwei von unseren Kollegen, der Sebastian und der Johannes, mal in das Anwendungsportal eingeloggt und haben euch mal genau detailliert erklärt, wie ihr euch in Zukunft mit diesem neuen Anwendungsportal für eure Klausuren anmeldet, dass da auch nichts schief geht. Viel Spaß dabei. So, heute zeigen wir euch, wie das neue Klausuranmeldeportal funktioniert. Als erstes müsst ihr die Homepage des Wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungssekretariats aufrufen. Diese findet ihr unter der Adresse www.bipa.vw.uni-saarland.de. Auf der linken Seite befindet sich der Punkt zum Anmeldeportal. Ein Klick auf diesen Link bringt euch zur Anmeldeübersicht. Hier könnt ihr nun über den Schriftzug im neuen Anwendungsportal anmelden zum eigentlichen Tool für die Klausuranmeldung gelangen. Dieses öffnet sich in einem neuen Fenster. Zur Anmeldung braucht ihr eure Matrikelnummer sowie das dazugehörige Passwort. Dieses Passwort findet ihr auf eurer TAN-Liste im oberen Bereich. Ist die Anmeldung erfolgreich, gelangt ihr ins Hauptmenü des Anmeldeportals. Hier stehen euch verschiedene Funktionen zur Verfügung. Die erste Funktion ermöglicht euch die An- und Abmeldung für die Klausuren. Zur Klausuranmeldung wählt ihr die entsprechenden Module aus und drückt auf Anmelden. Das ausgewählte Modul erscheint daraufhin in eurem Prüfungskorb. Habt ihr nun alle gewünschten Prüfungen ausgewählt, müsst ihr im Feld TAN eine unbenutzte Transaktionsnummer aus eurer Liste eingeben und auf Abschicken klicken. Dadurch werden alle Klausuren gebucht. Anzumerken ist, dass eine Klausuranmeldung nur im Zeitraum vom 13. Mai bis zum 27. Mai um 15 Uhr möglich ist. Die Klausurabmeldung funktioniert folgendermaßen. Ihr wählt die Klausuren erneut über die Übersicht aus und klickt nun auf Abmelden, wodurch die abzumeldenden Prüfungen in eurem Prüfungskorb erscheinen. Nachdem ihr alle abzumeldenden Prüfungen ausgewählt habt, könnt ihr euch durch die Eingabe einer weiteren TAN abmelden. Auch hier ist anzumerken, dass die Abmeldefrist zu beachten ist. Diese endet am 11. Juli um 12 Uhr. Mit der zweiten Funktion, Studentendaten, könnt ihr all eure bisherigen Leistungen abrufen und einsehen. Unter dem Unterpunkt Datenblatt habt ihr die Möglichkeit, Nachweise über eure bisherigen Leistungen herunterzuladen. Zu beachten ist hierbei, dass das Herunterladen durch Pop-up-Blocker behindert wird. In unserem Beispiel konnten wir das Problem mit ein paar einfachen Klicks beheben und das Dokument downloaden. Das Datenblatt wird im PDF-Format abgespeichert. Möchtet ihr ein bereits erzeugtes Datenblatt erneut abrufen, nutzt ihr die Funktion Anzeigen. Eine besonders interessante Funktion versteckt sich unter dem Punkt Erzeugen. Diese Funktion bietet euch die Möglichkeit, auf dem Datenblatt eine Notenprognose erstellen zu lassen. Das bedeutet, es wird angezeigt, welchen bestmöglichen Durchschnitt ihr noch erreichen könnt. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, eine neue TAN-Liste anzufordern, falls ihr neue TANs benötigt. Achtung! Ihr benötigt mindestens eine unbenutzte TAN, um eine neue Liste anzufordern. Unter dem Punkt Einstellungen ist es möglich, euer Passwort zu ändern. Habt nun alles erledigt, könnt ihr euch unter dem Punkt Logout ausloggen. Ein Link zur Homepage des Prüfungssekretariats findet ihr auch auf der Facebook-Seite von OrgaTV. So, Philipp, hast dich schon angemeldet für die Klausuren? Ja, ich habe es gestern Abend reingeschaut in die Seite, wie das mit dem neuen Anwendungsportal so funktioniert. Es war am Anfang ein bisschen anders als das vorherige,
Aber als der Server dann endlich auch mal keine Mädchen mehr gemacht hat, hat es dann auch eigentlich relativ schnell ja, einfach funktioniert. Ich habe mich auch am Montag angemeldet und dann da ging das wirklich sehr gut. Ja, jetzt kommen wir aber zu unserem nächsten Beitrag. Da geht es um Lifestyle. Da hat die Annika Fuchs mit der Linda einen kleinen Beitrag über ihren eigenen Fashion-Blog gedreht. Und da wünscht euch jetzt viel Spaß dabei. Hi, mein Name ist Linda und ich bin heute mit OrgaTV zu Gast bei Annika, die vor kurzem einen Blog gestartet hat und uns heute einen kleinen Einblick in ihren Blogger-Alltag gewährt. Hi Annika. Hallo Linda, schön, dass du da bist. Um was für einen Blog handelt es sich denn eigentlich und wie heißt der? Der Blog heißt The Cashmere Fox, ist ein Modeblog für alle, die sich sehr für Mode interessieren und sich gern inspirieren lassen möchten. Wie bist du denn darauf gekommen, so einen Blog zu starten? Ich habe mich schon immer sehr für Mode interessiert und wollte meine Interessen mit Gleichgesinnten teilen. Du hast eben von Inspiration gesprochen. Woher nimmst du denn deine? Hauptsächlich von Modezeitschriften, Streetstyle, Fashion-Shows und anderen Blogs natürlich. Und wie entsteht so ein Blogpost? Ich suche zuerst ein Outfit raus, dann wird das Styling gemacht, dann fahren wir zu einer Location, wo wir die Fotos machen. Die Fotos werden später dann wieder gesichtet, bearbeitet und dann hochgeladen. Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Wie lange dauert das denn ungefähr? Das kann schon so bis zu 5 bis 6 Stunden dauern. Das scheint wirklich sehr viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Wie oft aktualisierst du denn deinen Blog? Ich versuche den wirklich täglich zu aktualisieren. Ja, lade eigentlich jeden Tag einen neuen Look hoch. Manchmal schaffe ich es nur alle 2 Tage, aber eigentlich wirklich oft. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam im Detail an, wie so etwas funktioniert. Vielen Dank, Annika, dass wir dich heute begleiten durften. Nun haben wir alle ein Bild davon, wie dein Blog entsteht. Dankeschön, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und besucht mich doch einfach mal auf meiner Facebook-Seite und auf meinem Blog. Die Adressen seht ihr gleich eingeblendet. Ciao! Tschüss! Du kennst ja die Annika Fuchs auch persönlich. Hast du schon irgendwas von diesem Fashion-Blog von ihr gehört? Ja, also ich verfolge den vor allem auf Facebook. Da hat sie ja auch so eine Seite, die kann man liken. Und dann sieht man auch immer, wenn sie irgendwelche neue Outfits postet, das sieht man dann immer direkt. Und dann kann man durch den Link auf ihren eigentlichen Blog kommen. Und ich finde das wirklich voll toll, wie die das macht. Und weil die hat auch wirklich gute Ideen. Hat auch mal, glaube ich, gezeigt, wie man so einen Batik-Look macht an einer kurzen Hose, also sie hat wirklich immer gute Ideen und also jeder, der irgendwie Mode ein bisschen mag, dem würde ich das wirklich empfehlen, dass er da mal draufklickt und ein bisschen das verfolgt. Hat auch jetzt schon ziemlich viele Likes, glaube ich, dafür, dass es das erst so kurz macht, also ist wirklich toll. Würdest du auch so einen Fashion-Blog mal selbst erstellen? Hättest du Lust dazu? Nee, also das ist eher nichts für mich. Ich glaube, das wäre mir zu viel Arbeit und zu viel Stress. Also ich gucke mir sowas lieber an und die macht das ja auch ganz toll und von daher. Ja, und kennst du vielleicht noch andere Leute, die so einen Fashion-Blog betreiben? Oder? Ja, normalerweise setze ich mich mit solchen Themen nicht so auseinander, aber eine Freundin von mir, die mit mir Abi gemacht hat, macht seit 2 Jahren auch einen Fashion-Blog mit einer Mitarbeiterin von ihr zusammen oder mit einer Mitstudentin. Und der ist jetzt auch mittlerweile durch Facebook auch sehr erfolgreich und populär geworden. Ja. Sehr interessant. Ja, natürlich. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Beitrag. Unser Team war unterwegs und hat sich mal am Ludwigspark in Saarbrücken das A8 angesehen.
Das ist ein Disco, ein Club, der ein bisschen weiter außerhalb ist als die normalen Clubs hier in der Stadt. Ja, und schaut doch einfach mal rein, wie er euch so gefällt. Wir von OrgaTV sind heute mal in Discoplex A8 und wollen allen Studenten mal zeigen, wie man hier so feiern kann. Lass uns den Club alle abchecken. Das Discoplex A8 ist ein moderner Nachtclub, der erst vor wenigen Jahren seine neue Eröffnung feiern durfte. Direkt nach dem Eingang befindet sich die Golden Lounge. Hier könnt ihr kleine Snacks und frisch zubereitete Cocktails zu moderaten Preisen genießen. Damit das Tanzvergnügen nicht zu kurz kommt, sorgen drei DJs auf drei Tanzflächen für fette Beats. Das Disco-Stadel bietet allen Partyhungrigen im Stil einer alten englischen Après-Ski-Hüte ein breit gefächertes Partyprogramm vom Ballermann bis hin zu den Hits der 80er und 90er. Mit der eindrucksvollsten Licht-, Laser- und LED-Anlage des Saarlandes ist der Wild Club das Herzstück des Discoplex A8. Hier könnt ihr zu den aktuellsten Chart-Hits die Seele baumeln lassen. Gespielt wird überwiegend House, Hip-Hop und R&B. Was geht ab, Jungs? Hier ist Spinno. Ich bin hier im A8 und heute geht's die ganze Nacht rund. Wir kennen kein Ende. Also kommt vorbei, guckt uns an, wie wir Party machen. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Jungs. Guckt euch das an. Mein Gott, überall kranke Leute. Auf geht's! Robert, gehst du öfters hier in die Diskothek A8? Schon fast jedes Wochenende hier. Fast jedes Wochenende? Ja. Wie gefällt es dir hier grundsätzlich? Ist von meinem Geschmack her eines der besten Diskos in Saarbrücken. Die Mails sind ganz cool hier. Die Getränkepreise in Ordnung, man kennt jeden. Und Eintritt ist oft kostenlos, weil es gibt ja diese Studentenzeitschrift. Jedes Mal kostenloser Eintritt ins A8 bis 12 Uhr. Da könnt ihr die Gutscheine drucken. Da seid ihr schon mal kostenlos hier reingekommen. Jo, ich würde euch empfehlen, macht mit. Es ist geil. Es ist einfach nur geil hier. Also es empfiehlt sich auch für Studenten hier, das ist kostengünstig. Ne? Ihr könnt euch die Gutscheine holen für kostenlosen Eintritt. Und wer keinen Alkohol trinkt, mit einer Driver-Card gibt es immer 30% Rabatt auf alle alkoholfreien Getränke. Also, ein Besuch lohnt sich. Annika, warst du denn jetzt nach diesem tollen Beitrag, muss ich dich das natürlich fragen, warst du selbst auch schon mal im A8? Ja, also ich war mal vor einem halben Jahr oder so, war ich mal dort. Ist auch eigentlich ganz schön dort, aber für meinen Geschmack zu groß. Ist eben eine Großraumdisco. Ich mag eigentlich eher die Clubs, wie Seven zum Beispiel. Apropos Seven, da ist ja auch am Samstag, also am 18. ist Uni Royal, da erhalten alle Studenten 50% Rabatt auf alle Getränke und auch auf den Eintritt. Und ja, der Paul wird dann natürlich wieder am Start sein und filmen. Kommt doch einfach vorbei, vielleicht seid ihr dann im Video drin und könnt euch selbst mal auf OrgaTV bestaunen. Apropos nächste Woche, es gibt auch noch einen Beitrag zu einem Turnier über Islandpferde. Da bekommt ihr mal gezeigt, was Islandpferde so ausmacht und wie das Turnier so abläuft. Und du hast auch noch was zur nächste Woche zu sagen? Ja, ich bin ja heute der Ersatz für die Fabienne gewesen, da die Fabienne sich ja zurzeit auf diesem Herzkongress in der Homburger Uniklinik befindet. Der Zweck dieses Treffens ist natürlich, sie ist mit einem Kamerateam dorthin gefahren und wird eine Herz-OP mitfilmen, eine Live-OP mitfilmen. Und daraus wird eine Beitragsserie gemacht. Und ihr werdet dann nächste Woche den ersten Beitrag aus dieser Serie sehen. Ich denke mal, dass es ganz interessant wird. Vielleicht auch nicht unbedingt was für schwache Nerven, denn es ist halt, wie gesagt, eine richtige OP. Die Fabienne wird dann wieder hier sein. Ja, und was ich noch ganz interessant finde, ist ja bald das Champions-League-Finale Dortmund-Bayern, wie wahrscheinlich jeder weiß. Und da haben wir nächste Woche einen Dortmund-Fan und einen Bayern-Fan, den Philipp. Ist schon sehr lange Bayern-Fan.
Schon immer, seit du denken kannst. Schon immer. Ja, und da werden die mal ein bisschen debattieren und auch mal sagen, wie sie denken, wie das Spiel so ausgeht. Und das wird bestimmt sehr interessant. Von daher schaltet ein. Nächste Woche, 18.18 Uhr, Orga TV. Bis dann. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns hoffentlich wieder. Auf Tschüss. Wiedersehen.